Freunde, diese Episode widmet sich Sound und der Visualisierung davon. Mach mal kurz das aus, dass ihr mich besser hört. Wie ihr seht, habe ich hier schon den laufenden Prototypen am Start. Ich zeige euch in der Episode, wie man das Ding baut. Das reagiert auf den Mikrofon-Input und reagiert auch divers auf verschiedene Frequenzhöhen und so weiter. Das ist so eine Art Dot-Painting. Ich nenne es einfach Dot-Painting-System. Das bewegt sich kontinuierlich nach vorn. So einen ganz schönen verwaschenen Effekt. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Dafür werde ich das jetzt nicht vom Grundsystem auf entwickeln, sondern ich werde das Bestehende jetzt auseinandernehmen und ein bisschen kommentieren dazu, was drin bleibt und was nicht. Und dann nochmal die wichtigsten Teile neu entwickeln. Dann kopiere ich mir das erstmal. Duplicate. Guck mal, ob es noch läuft. Ja, tut's. Okay. Ich schmeiß hier erstmal ein paar Sachen raus. Das da. So. Was haben wir noch? Das kommt raus. Das kommt raus. Das war's eigentlich. So, oh, da habe ich noch was vergessen. Das Fade kommt auch weg. Genau. So, das ist die blanke Anwendung. Da sind jetzt noch ein paar Sachen hinzugekommen, die ich jetzt im Vergleich zu der vorherigen Version erweitert habe. Ich habe jetzt hier oben so ein kleines Debugging-Modul eingebaut. Das heißt, hier werden, wie ihr das schon seht, am Output alle Pegel in den Bändern überwacht, also sprich, das links sind die tiefen Bänder, hier oben sind die hohen und es gibt einmal die direkte Summe, das ist dieser dunkelgraue Balken und dieser pinke Balken ist eine super gesmoothte Summe davon. Das heißt, wenn ich eine Weile zum Beispiel einen Sound habe, der sehr hochtönig ist, dann werden die Balken hier größer und die werden kleiner und so weiter. Ja? Also das heißt, das ist eigentlich so ein, das zeigt eigentlich das Spektrum auf der aktuellen Soundscape, die da reinkommt. Ja. Ich zeige euch mal, wie das mit Musik ist. Ich verlinke euch auch die Musik unten, die wir hier spielen. Das ist, glaube ich, Edoy. Da gibt es ein Album auf Free Music Archive. Zieht's euch, wenn es euch. Ihr bekommt eine Idee davon, ja, was das Ding macht. So, fantastisch. Dann lass uns doch erstmal Folgendes machen. Und zwar würde ich jetzt erstmal gerne, wie ich das vorhin schon hatte, einfach die Bühne bespielen mit ganz vielen Kreisen. Ja? Also das heißt, das System soll die ganze Zeit Kreise zeichnen. Dafür mache ich mir eine Vorschleife. Die beginnt bei der Initialbedingung 0 und soll so lange laufen wie, sagen wir mal, 100. Wir zeichnen 100 Punkte pro Frame. Ja? Das sollte nicht zu viel sein, sonst wird der Rechner langsam. Das ist irgendwie blöd, aber so 100 ist eigentlich echt okay. So, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, so diese Bühne mit random Punkten zu versehen. Also was wir sonst immer hatten, war X und Y, also zufällige Positionen auf X, Y. Wenn ich das Ganze jetzt innerhalb eines Kreises modelliert haben will, gibt es einen kleinen mathematischen Trick, der ist ganz cool. Zeige ich euch. Zunächst suche ich mir einen zufälligen Winkel. Ja? Mache eine Variable, die heißt A für Winkel, Angle und sage random
to p. Also gib mir eine Zufallszahl, die zwischen 0 und 2 pi ist. Das ist einmal eine komplette Rotation. Dann nimmst du ich schreibe das jetzt mal direkt aus, ja. Ich zeige euch erstmal, wie es falsch ist, und wie es richtig ist, packe ich auch gleich dazu. Ich sage hier Sinus a mal, weiß ich nicht, 50. Ja, also bei Sinus kommt ja immer ein Wert raus zwischen minus 1 und 1. Ja? Und wenn ich den multipliziere, kommt ein Zufallswert zwischen minus 50 und 50 raus. Also unser Kreis hat dann einen Durchmesser von 100 Pixeln. So, das müssen wir auf der X- und auf der Y-Achse machen. So, und wenn ich das ausführe, passiert das. Also nix. Ha, weil ich habe vergessen, eine Form zu zeichnen. So, also das heißt Ellipse. Und ich sage x, y. Und der soll einfach mal eine Ellipse zeichnen mit 8 Pixel Durchmesser. So, und wir haben einen Kreis, der wird in der Mitte gezeichnet. So, wenn ihr das jetzt nachcodet, werdet ihr eine Sache bemerken. Wenn ihr das macht, wird es bei euch so aussehen. Nämlich, der Kreis hängt hier oben links in der Ecke. Ja? Ich habe bei dem Beispiel bewusst ein anderes oder ein Modul eingefügt, was die Bühne einmal von ganz links oben in der Ecke in die Mitte zieht. Also der Nullpunkt unserer Bühne ist in meinem Fall, der ist jetzt hier noch links oben in der Ecke, schiebt diesen Nullpunkt aber hier genau in die Mitte von meiner Bühne. Das gibt mir den Vorteil, dass ich dann das ganze Ding auch drehen kann später. Ja? Also ne, wenn man was dreht, entsteht ein Kreis und so. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ne? Dafür gibt es dieses Ding hier, Translate. Ja? Translate bedeutet einfach, verschiebe den Fokus auf eine bestimmte Koordinate. Ja? Und hier dieses W durch 2 bedeutet einfach, nimm die Breite deiner Bühne und die Höhe deiner Bühne, jeweils die Hälfte davon, und schieb das, den Cursor sozusagen dahin. Ja? So, wenn ich das ausführe, sieht das so aus. Ja? Hier oben ist dieses Debugging-Panel, was ich gebaut habe, ja? Also diese Anzeige. Und hier sind die Crises. So, die haben alle den, ich habe einen zufälligen Winkel, und die werden alle bei demselben Radius auf die Bühne gepackt. Ja? So, wenn ich jetzt will, dass die hier innerhalb eines Radius oder hinzugepackt werden, mache ich mir einfach eine Variable, die heißt r, random, und sage, gib mir mal diesen Wert mal 50. So, und dann ersetze ich das hier einfach. Und ihr seht, da kommt schon was Witziges bei raus. Ist jetzt ein bisschen zu klein, machen wir mal 250 draus. So. Ne? Perfekt, wir haben einen Kreis gezeichnet mit ganz vielen Kreisen. So. Ihr werdet allerdings, ich zeige euch eine kleine Sache, die werdet ihr vielleicht, ich ändere zwei Sachen, dann werdet ihr das Problem erkennen. Ich sage zum Beispiel zu Beginn, no stroke. Zeichne keinen keinen Umriss. Ja? Dann habe ich die Größe von den, von den Ellipsen kleiner gemacht. Ja? Und ihr werdet sehen, dass vor allem, wenn ich dieses Verfahren anwende, vor allen Dingen die Mitte voll gepaintet wird. Ja? Hat da was mit zu tun, dass wenn man jetzt Strahlen vom Zentrum zeichnen würde, dann sind die Abstände im Zentrum viel geringer als außen. Ja? Logischerweise klatschen dann hier diese Punkte zusammen, und wir haben so ein undankbares, also man kann das natürlich auch benutzen, logischerweise, aber ich hätte gerne eine komplett homogene Fläche, ja, die homogen gefüllt wird. So. Dafür gibt es einen mathematischen Trick, den habe ich gegoogelt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihn nicht so ganz verstehe. Der sieht folgendermaßen aus. Ich sage, mach mal bitte einen Zufallswert zwischen 0 und 1. Davon machst du die Wurzel
Und die Wurzel wird multipliziert mit dem Radius, den ich gerne hätte. So, und ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, genau. Trigonometrie, Klasse 8. Ja. Also, wenn jemand in einem Satz cool erklären kann, warum ich da eine Wurzel ziehe und dann funktioniert das, dem schenke ich viele Grüße. In die Kommis, wenn ihr Bock habt. So, dann würde ich mal Folgendes machen. Ich habe ja jetzt, die Punkte sind jetzt alle weiß, ja, und ich habe noch keine Audiosensitivität. Und was, wenn ich das eine Weile laufen lassen würde, wäre es jetzt so, alle Punkte würden die Fläche irgendwann füllen, alles wäre weiß, ja. So, und ich möchte jetzt gerne mal zum Beispiel, was machen wir denn mal? Ach, wir machen einfach was ganz Simples. Ich mache mir hier eine Variable, die heißt S für Size und sage, hier oben habe ich jetzt eine ganz tolle Auswahl an Parametern, ja, zum Beispiel hier unten kann ich die rohe Summe rauslesen von, ich klappe das mal kurz zu, könnt ihr das besser sehen, die rohe Summe aller Frequenzen kann ich mir herausgeben, also das heißt, das was der Pegel eigentlich, ja, dann kann ich mir die geglättete Kurve davon ausgeben und da kommen jetzt immer Werte raus zwischen 0 und 255. Und wir probieren das mal aus, ich gebe das hier ein und sage mal Punkt 2 oder so und ersetze das damit. So, und wenn ich jetzt, gut, jetzt sieht man logischerweise alles ist weiß, ja. So, und ich mache jetzt noch was anderes, und zwar ändere ich die Füllfarbe von meinem, von diesen Kreisen, ja. Und machen wir das mal, wir machen es erstmal ganz, ganz einfach, dass ihr überhaupt einen Effekt seht, ja. Ich nehme hier das S und fülle das hier rein, sage Füllfarbe und sage hier mal 5 oder so. So, well, woo, ne? Und das haut so weit hin. Check, wow, wow. Also je höher der Pegel ist, umso heller werden die Punkte. Ja? Funktioniert, also die Soundanbindung funktioniert. Ich kann zum Beispiel auch das hier benutzen, also die jeweiligen Frequenzbänder mir ausgeben lassen und die gesmoothten Summen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das hier haben will, das 0, 1, zweite Frequenzband, kann ich zum Beispiel auch sagen, gib mir mal S-Frex, da habe ich eine kleine Gleichung oben gemacht, habe ich hier oben, das werde ich dann in der kommentierten Version, in der fertigen Version nochmal kommentiert, unten drunter packen. Wie das funktioniert, genau. Das lasse ich jetzt erstmal außen vor. Hier ist es zu klein. So, das ist zu groß. Gucken wir mal so. Yo! 50. So. Yo! Psst. Also ihr bekommt so grob den Eindruck, ja. Das lässt sich jetzt leider nicht so easy. Ich mach's mal, machen es vielleicht mal auf die hohe Frequenz, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Naja, genau. Bevor ich mich hier total zum Gemüse mache. Zeige ich euch erst nochmal eine andere Geschichte, bevor wir jetzt direkt in die Visualisierung der Sounds gehen. Ja? Wie ihr seht, sind die Punkte, ich mache die erstmal alle hier wieder, dass die sowas machen, dass die alle dieselbe Größe haben, die werden hier gleichmäßig, Anführungsstrichen gleichmäßig, auf die Bühne gepackt. Ja? Ich kann zum Beispiel jetzt aber auch einfach so eine sogenannte Oszillation, ja, über diese ganze Zufallsgeschichte wandern lassen. Ja. Ich kann zum Beispiel sagen, mach mir
Nee, wir nehmen gleich einen Perlin Noise, ja. Da sieht's, da haben wir gleich eine gewisse Form von Organik. Das ist irgendwie ganz nice. So, das heißt n für Noise, einfach eine neue Variable. Und dann haben wir hier Noise. Und Noise, da schnapp ich mir die Koordinaten, die hier schon berechnet sind. Also x mal 0,01 und y mal 0,01. Und hier kommt ein Wert raus zwischen 0 und 1. Ja? Und ich kann zum Beispiel mal sagen, nimm mal bitte diesen Noise-Wert und anstatt, dass du mir eine konstante Farbe gibst, gibst du mir einfach die Färbung des Noise-Felds aus. Ja? Also das, bei dem Beispiel werdet ihr auch sehen, was das Noise-Feld eigentlich genau macht. Das habe ich jetzt bewusst auch so ausgewählt, dass ihr da mal einen Eindruck bekommt. So. Und voilà, ihr seht, hier passiert schon was Interessantes. Jetzt haben wir hier nämlich so eine Art Wolkenfeld. Ja? Das wird zusammengepuzzelt aus diesen einzelnen Koordinaten, die hier ankommen, ja, und dem mathematischen Verfahren, was dahinter hängt. Ja. So, ziemlich cool. Ich mach mal, also ich finde, dass die, das ist mir hier noch zu, wie sag ich mal, zu Noise-mäßig, ja, zu divers, ja. Ich möchte das ein bisschen mehr ranzoomen, ja. Ich möchte ein bisschen näher ran an das Feld. So, und das ist schon mal nicht schlecht. Ich mach mal hier vielleicht 0,04 draus. So. Und dann fällt mir auf, dass die Punkte mir noch zu klein sind. Ich mach die mal 5 Pixel im Durchmesser. So. Und ne, das zeichnet jetzt schon mal so ein Feld. Das ist irgendwie ganz interessant, ja. Ich könnte jetzt hier, ja, ich könnte jetzt irgendwie das schon mal benutzen. Ne? Was ich jetzt gerne machen würde, ist, dass sich dieses Noise-Feld, dass sich das verändert. Dass das nicht bei dieser einen Geschichte bleibt, sondern dass sich das permanent ändert. Ja? Und, das kommt noch dazu, wenn euch aufgefallen ist, das Ganze ist symmetrisch. Ja? Also es ist axisymmetrisch. Also hier symmetrisch und da symmetrisch. Das hat was damit zu tun, dass hier unser Nullpunkt ist, ja, und das Noise-Feld immer bei 0 anfängt und dann in eine Richtung geht. Ja. So, das bedeutet, ich muss einfach dem Noise hier einfach einen kleinen Offset geben. Weiß ich nicht, sowas wie 444 oder so. Oder nee, wir machen es einfach plus W plus H. So. Und aus dem axisymmetrischen System wird ein unregelmäßiges System. Das finde ich schon viel interessanter. So, genau. Dann gehe ich mal nochmal auf den Zoom hier ein. Der Zoom soll bitte noch ein bisschen näher sein. Ja? Und ich mache mal noch die Anzahl der Punkte, die gezeichnet werden pro Frame, ein bisschen mehr. Und ich mache die auch ein bisschen größer. Vielleicht auf 7 Pixel Größe. Ja, super cool. Also, passt. Soweit, so gut. Ich möchte gerne, dass sich dieses Feld hier nicht nur statisch so verhält, sondern dass sich das bewegt. Ja? Und da kann ich beispielsweise, und das ist jetzt das Spannende, wie wir auch mit Audio arbeiten, ich kann mir sowas wie eine Variable machen, die immer hochzählt, wenn ich dem System einen Pegel gebe. Ja? Also sobald irgendwie ein Sound losgeht, wird das zu dieser Summe hinzugerechnet. Und umso lauter ich bin, umso größer wird die Summe. Ja? Ich mache mir da eine Variable, die heißt einfach Tick. Und die ist 0 zu Beginn. 0. So. Und die nehme ich mir her. Und guck hier an der Stelle, wo ist es hier, genau. Hier an der Stelle, Amp Smooth, ja, hier ist quasi eine geglättete Summe, ja, die ist schon ganz schön so, die ruckelt nicht rum und so. Und hier, wartet, ich nehme mal die RAW hier, mal gucken, was das macht. Und sage, plus ist gleich
Amp Raw. Und hier kommt ein Wert raus zwischen 0 und 255. Das ist ein bisschen viel. Da würde sich das, die, würde das riesengroß werden relativ schnell. Deswegen sage ich einfach mal 0,001 oder so. Ne? So. Und dann schnappe ich mir den Wert, der ja kontinuierlich größer wird, und pack den hier, sag hier plus Tick. Ja, das bedeutet, die Noise-Funktion wird ausgeführt. Dieser Parameter ist immer entsprechend dem dieser i-Geschichte hier, ja, dieser Schleife. Und jedes Mal, bei jeder Iteration, wird da immer wieder was von der Summe hinzugerechnet. So, ich hoffe, es ist vielleicht ein bisschen unverständlich erklärt. Was es macht, ist dann folgendes. Das sieht man jetzt schon. Also da passiert schon was. Ist ein bisschen zu schnell noch. Ich mache das mal so. Ja. So. Na, ihr versteht die Idee, oder? Da gibt es jetzt wie so einen Verlauf, der die ganze Zeit der sich irgendwie scheinbar ändert, ja. Also der so wie so eine kleine Eigenbewegung hat. Ne? Ich kann das jetzt noch langsamer machen, indem ich zum Beispiel sage hier, ne, ich lasse das mal auf 0,01 und dann sage ich hier 0,0001, ja. Und dann ist es zu langsam. Mal so. Mal. Ja. Okay, es geht. Also, das ist jetzt ein bisschen zu langsam. Ich sag mal 0,4. So. Ja. Also, sobald ich hier anfange zu sprechen, beschleunigt sich diese Bewegung, ja, die dahinter steckt, ja, was irgendwie ganz interessant ist. So. Genau, dann können wir zum Beispiel auch Folgendes machen. Ich kann mir diesen Wert hier nehmen. Ja, der ist ja immer zwischen 0 und 1 und kann zum Beispiel sagen, pass mal bitte auch die Größe von diesen Kugeln an diesen Noise-Wert an. Ja? Also sprich, ich sage n mal 5 plus 2 zum Beispiel. Das heißt, die Ellipsen werden immer mindestens 2 Pixel Durchmesser haben und maximal 5. Ne? 7, meine ich. So, das ist ein bisschen zu. Das ist noch nicht so geil. Ich mache das mal vielleicht 8 und 3. So. Dann sieht man es schon ein bisschen besser. Ja. Alright. Ja, coole Sache. Okay, so, jetzt haben wir natürlich nur Graustufen. Ja, das ist, da kann man natürlich auch mit arbeiten. Das ist jetzt kein Nachteil oder so. Ne? Ich würde jetzt gerne allerdings den ganzen mal Farbe verpassen, dass wir gleich ein bisschen, dass wir da gleich mit arbeiten können und schauen, was wir da noch entwickeln können. Und mach Folgendes. Oh, habe ich schon gemacht. Haha, das entfiel mir. Ich habe hier den Farbmodus schon verändert. Ja. Das bedeutet, der Standard-Farbmodus von Unity, sage ich schon, von P5.js ist auf RGB, also Rot, Grün, Blau. Und wir schalten den jetzt auf HSB für Farbton, Sättigung und Helligkeit. Ja. Und das sind sozusagen die Maximumwerte, die erreicht werden können. Das heißt, bei zum Beispiel bei dem dritten Teil, das wäre die Helligkeit. Wenn ich einen ganz hellen Farbton habe, dann sage ich hier 255. Wenn es ganz tief sein, dunkel sein soll, dann 0. Ja? So, und ich konfiguriere mir mal so eine Art Farbwert. Ja? Und wie ich das ja oben hier schon gesagt habe, ne? Farbton, Sättigung, Helligkeit, sage ich hier, mache mir mal eine Variable, die heißt Hue. Und die ist n mal 255. Ich sage gleich was dazu. Set ist Sättigung. Die lassen wir einfach mal bei 222, damit es alles schön knallige Farben sind. Und Let Brightness, die Helligkeit. Und die Helligkeit
lass mal auch mal bei 222 erstmal, dass das alles schön knallige Farben werden. So. Und anstatt hier n mal 255, sage ich, mach mal bitte eine Farbe, Color. Und die Farbe soll bitte bestehen aus dem Farbton, der Sättigung und der Brightness. So, und voilà. Wir haben ein, wie sagt man, einen Farbverlauf, der jetzt in unserem Fall so ein bisschen von rötlich bis ins Grüne geht. Ne? Das kann dann halt auch wirklich das komplette Spektrum mal abgreifen. Das kommt dann halt drauf an, was da ankommt an Noise-Werten. Ne? So. Aber das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ne? So. Was mir jetzt hier auffällt, ich werde gleich mal dieses Noise-Feld ein bisschen kleiner machen. Also ein bisschen dichter. Ja? Dass das hier so ein... Ja, das ist ganz nice. Jupp. Und was mir noch auffällt, weil wir hatten ja vorhin diese Symmetrie. Ich glaube, ich habe doch Bock auf eine Achssymmetrie. Ja? Also das heißt, dass bitte alles in der Mitte gespiegelt werden soll. Ja? Und da kann ich... da kann ich an einer Stelle modifizieren und das wäre die hier. Nee, die hier. Das muss weg. Und wir haben eine lupenreine Achssymmetrie. Super cool. Einfach so ohne Kost. Sehr schön. So, dann... kann ich zum Beispiel auch Folgendes machen. Ich nehme mir den Noise-Wert und füge den hier in die Helligkeit ein und kann zum Beispiel sagen, mal 255. Ja. Und habe dann hier, in dem Falle sind das dann, glaube ich, nur die Rottöne, die wirklich richtig hell sind. Der Rest wird immer dunkler. So, das, wenn man das will, cool. Sieht aber jetzt irgendwie eher so nicht so geil aus. Da gibt es eine andere Variante. Ne? Und jetzt wird es wirklich ein bisschen trigonometrisch. Ja? Trigonomisch. wenn das hier einen Wert liefert zwischen 0 und 1, ja, dann kann ich das zwar multiplizieren mit 255, aber da bleibe ich, also das ist eigentlich unspannend, ja, so. Da kann ich nämlich noch viel mehr machen, ne? Also ich kann zum Beispiel sagen, gib mir mal nicht nur diese Multiplikation zurück, sondern ich sage zum Beispiel, gib mir mal bitte den Sinus von n mal 2pi, ja. Das macht quasi einmal mehr oder weniger eine Oszillation, ja, zwischen minus 1 und 1, ja. Dann sage ich, sagst, ich addiere was dazu, plus 1, dann haben wir das Ganze zwischen 0 und 2 und dann soll das Ganze bitte multipliziert werden mal 125. So, dann haben wir ungefähr so 250, nee, 227 könnte ich eigentlich sogar machen. So, genau. Jetzt packe ich das hier rein. Ach nee, brauche ich gar nicht, ist schon. Und füge das rein und dann wird sich wahrscheinlich so viel nicht ändern. Ja? So, also es sieht schon ein bisschen anders aus, ja. Aber so richtig cool ist es nicht. Ja? Ich kann jetzt nämlich Folgendes machen. Ich kann dir zum Beispiel sagen, multipliziere das mal 4 zum Beispiel. So, und das ist immer noch nicht so richtig. Wir machen es mal 14 vielleicht. So. Und ihr seht, da passiert schon was. Also diese Formen haben jetzt plötzlich so wie Kurven. Ja? Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Da kann man schon mal viel mit arbeiten. So. Wenn ich das jetzt richtig groß mache zum Beispiel, dann wird man es wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Dann muss ich mal hier diese Bewegungsgeschwindigkeit verändern. Ich kann zum Beispiel auch mal Folgendes machen. Das ist, weil jetzt bewegt sich das Ganze ja kontinuierlich nach oben. Ja. Ich kann auch kontinuierlich
nach hinten mich bewegen. Ja? Das sieht dann so aus, ich mache hier einfach anstatt ein Plus ein Komma, dann ist die Noise-Funktion mit drei Parametern, also X, Y und Z-Position. Und die nehme ich, ja, und bewege mich quasi in den Raum rein. Leute. So, sieht man da was? Nicht mehr so viel, weil die Multiplikation jetzt so hoch ist. Ich mache mal hier eine 4 draus. So. Und wir haben so ein Rorschach-System, ne? Sobald ich hier reinspreche, ja, und Dinge mache, fängt an, sich das zu verändern. Ja? So. Und genau, ich habe jetzt hier einen grundlegenden Pegel schon drin, also wird sich, also ändert sich kontinuierlich was. Ja? Aber im Moment ist es relativ spannend. Man kann hier auf jeden Fall schon mal Sachen ausprobieren. Das könnte ich jetzt beispielsweise auch an irgendeinen Pegel hängen. Ja? Also wenn zum Beispiel die Bässe Druck machen, kann ich hier sagen, veränder mal bitte das Noise Field in die und die Richtung. Ne? So, das ist schon mal ganz nice. Dann würde ich sagen, wenden wir den Trick auch mal bei der Farbfindung an. So, das heißt, jetzt ist es so, die Farben werden jetzt immer in diesem Spektrum bleiben, in diesem bläulichen. Ja? So. Ich kann aber auch das Farbspektrum permanent verschieben. Ja? Indem ich zum Beispiel hier sage, ich habe mir einfach die Zeile von hier unten kopiert. Ja? So, und sage, du, mein lieber Noise, du hast ja hier, das ist quasi eine komplette Iteration. Ich zeige euch kurz, was es macht. Ja? Jetzt haben wir hier eine, genau, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Jetzt haben wir halt Rottöne und Grüntöne, ja. Und die werden aber auch bleiben. Die Formen werden sich ändern, aber die Farbtöne werden so relativ ähnlich bleiben. Ich kann es aber verschieben, indem ich zum Beispiel sage, in dieser Sinusfunktion, also genau hier drin, sage ich plus Tick. So, und wie ihr seht, ändern sich jetzt, geht es von Orange zu Grün zu Blau. Und so weiter. Das ganze Farbspektrum wird quasi durchgerödelt. Ja? Ist jetzt hier in meinem Fall, finde ich es ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. Das machen wir mal vielleicht auf 0,2 oder so. Das finde ich ganz nice. Und ja. Ja. Ja, ist ganz cool, finde ich. Ja. Schön. So, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Spektrum mal beobachte, ja, die Mitte hier, also die 0, 1, 2. Frequenz, die hat irgendwie immer einen schönen Ausschlag, wenn ich spreche. Ja, und ich möchte jetzt einfach, dass dieser Pegel soll bitte dafür sorgen, dass ich mich hier fortbewege, also dass ich quasi, dass wir wieder unsere Y-Rotation haben. Ja, das Feld, das sich kontinuierlich ändern und nach unten bewegen. Ja? Wow, crazy. Da kann ich mir zum Beispiel sagen, mach mal bitte mach mir doch einfach den zweiten Tick. Tick 2. So, und ich sag, liebes System, addier mal bitte zu jedem, bei jedem Frame, bitte immer die Summe von 0, 1, 2, also von der Frequenz hier. Ja? Also das hier. Das dazu. Und das steigt dann kontinuierlich an. In dem Fall habe ich hier schon das Ganze ein bisschen runter reduziert. Hier kommen Werte zwischen 0 und 1 an. Das sollte an sich eigentlich ganz cool funktionieren. Da kann ich sagen, mal 0,1 oder so. Und füge dieses Tick 2 da ein, wo vorher Tick stand. So. Und wenn ich jetzt spreche, dann bewegt sich das alles relativ schnell. Es ist zu schnell. Ne? Ihr seht, dann fängt das an, so komisch krisselig zu werden, weil die
Koordinaten sich zu sehr ändern, ja. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, Tick2 soll bitte hier 0,01 sein. So. Well. Da geht was voran. Ja. Ja. Check, 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 check. Ja. Okay, das ist mir zum Beispiel jetzt im Moment zu lang, also das ist mir zu smooth, ja. Da gehe ich einfach hier an die Stelle und sage, gib mir mal nicht die gesmoothte Summe, sondern gib mir mal die Frequenz bitte. Also die mittlere Frequenz. Und die ist, glaube ich, wieder bei 200 irgendwas. Guck mal. Oh ja, die ist zu groß. Guck mal. Ja. Well. Check. Check, 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 check. Gar nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht, aber geht noch besser. Ja. Check, 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 check. Ja, cool. So, das ist schon mal nicht schlecht. Super. Was mir jetzt noch auffällt, das Ganze ist mir vielleicht, ist mir jetzt gerade ein bisschen zu bunt. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Gehe hierzu wieder zu meinem Farbton, ja, also U, ja, und das hier macht, dass das ganze System einmal durchs ganze Spektrum geht, ja. Wenn ich zum Beispiel nur das halbe Farbspektrum haben will, also von Rot zu Blau ist das dann, glaube ich, ja, maximal, nehme ich nicht 2P, sondern nur P und das Ganze wird schon, geht nur noch von Rot zu Blau, ja, und würde sich jetzt in dem Fall um diesen Faktor hier verschieben. Ja, wir machen das mal ein bisschen schneller, dass ihr das seht, was ich meine. So. Rot. Das Ganze wird blau-grün. Und so weiter und so fort. Ja. So, ich mache das mal noch enger, dieses Spektrum, und sage Pi mal 0,2. So, jetzt ist alles blau. Alles grün. Alles rot, ne? Und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz schön. Ja. Genau, cool. So, dann, damit dieses Krisseln, also jetzt ist es ja so relativ krisselig, ich würde das gerne ein bisschen wegkriegen. Da könnte ich jetzt mehr Punkte zeichnen oder die Punkte einfach größer machen. Das ist einfacher, oder ist nicht einfacher, aber es ist... es macht mehr Sinn, weil es Performance spart. Und ich sage hier, das ist ja, das S ist ja die Größe. Ja? Das schmeiße ich, glaube ich, mal wieder hier runter, damit das ein bisschen klarer wird hier. So, und das zeichnet die Form schon ein bisschen konkreter. Ja? Also finde ich auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. So, genau. Jetzt haben wir nur Noise benutzt, ja, als formgebenden Algorithmus. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel noch sagen, du machst mal bitte Folgendes noch, und das wäre, nimm mal bitte den Noise-Wert und multipliziere den, also dieses Mal ist gleich, bedeutet, nimm den Noise-Wert, multipliziere ihn mit sich selber und einem Faktor. Also ich schreibe es mal kurz aus und dann wird er schon kapieren. Das n mal ist gleich Sinus von x mal Punkt 1. So. Das ist, glaube ich, Bullshit. Ich guck mal kurz. Ah ja, genau. Da kommt plötzlich sowas raus. Ja. Also ich nehme eine Oszillation und multipliziere diesen Noise-Faktor damit. Und da entsteht plötzlich wie so ein Gitter. Ja? Ziemlich witzig. Wenn ich sage zum Beispiel Plus ist gleich, passiert Folgendes, dieses, ja, so, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass dieses, ne, der Noise liefert einen Wert zwischen 0 und 1, aber Sinus liefert einen Wert zwischen minus 1 und 1, ja, das heißt, dieser Wert überschreibt eigentlich das, was der Noise macht, deswegen sieht man hier nichts mehr und nur noch so Gerödel, ja, deswegen mache ich hier nichts anderes als mal Punkt 1. Also nur einen kleinen, also nur einen Wert zwischen minus 0,1 und 0,1. Ja? Und schon habe ich hier so eine ganz, ganz andere Anmutung. Ja? So.
sehr, sehr interesting. Ne? Ist jetzt so ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein bisschen wie lang gezogen, ja. Genau. Und dann sind wir natürlich, sobald das System steht, ja, so dass es dann auch funktioniert, kann ich da wieder an jedem Parameter, ja, kann ich wieder was hängen. Ja. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, du gibst mir mal bitte die dritte gesmoothte Frequenz, die hier, ja, und hängst das hier an den, an diese, dass es gestaucht wird. Oder beziehungsweise, dass die Oszillation angewandt wird. Ja. Und das wäre dann das hier. Und ich sage, nimm mal das, mal das. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also, ich rede und ihr seht, jetzt deformiert sich das schon so. Und wenn ich einen hohen Ton mache, dann wölbt das so zusammen. Ja? Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wow. Wobbliger Painter. Sehr schön. Ja, dann mache ich mal hier noch einen Sinus und sag, nimm mal bitte noch Y und vielleicht die zweite Frequenz. Guck mal, wie das aussieht. Ah ja, das macht jetzt, das macht sowas, fast sowas wie einen Zoom, ja. Ist auch interessant. Und wenn ich jetzt beispielsweise die Frequenz hier ändere, dann staucht es das Ganze auf der Y-Achse. Ne? Das sieht irgendwie nicht so geil aus. Machen wir mal 1,3 oder so. Genau. So. Das ist doch ganz schön. Ja, genau. So, dann haben wir haben eine Bewegung, wir haben eine Art von, also sowas wie ein Zoom. Ja? Es mutet an wie ein Zoom. Ja? Beide Sachen sind audiosensitiv, reagieren quasi schon auf Sachen. Ich würde jetzt wahrscheinlich noch dieses, genau, wir können mal noch eine Rotation einbauen. Ja. Also das heißt, ich möchte, dass das ganze Ding sich kontinuierlich mit der Summe, die hier reinkommt, mitdreht. Ja? So, das heißt, ich mache mir hier oben, an der Stelle, wo ich sage Translate, sage ich Rotate. Und Rotate möchte von mir einen Winkel, wie es rotiert werden soll. Da kann ich jetzt eine feste Zahl eingeben, dann ist das Ding festgedreht an einer Stelle. Ne? Ich will aber, dass es sich kontinuierlich dreht und immer mit der Summe mitdreht. Ja? Und dann kann ich mir das jetzt aussuchen, nehme ich Tick oder Tick 2. Ich würde jetzt mal sagen, ich nehme einfach mal diese Tick 2 in Summe hier und füge die hier ein und gucken, was passiert. Ja, also wir haben jetzt hier so ein, das Ganze dreht sich jetzt, ne, mit dem Pegel mit. So. Kann sein, dass das jetzt ein bisschen zu schnell ist auch. Gucken wir mal, ich multipliziere es mal Punkt 5, dass es ein bisschen langsamer wird. Und jetzt haben wir hier auch noch so ein witziges Ding, dass diese Debugging-Konsole jetzt auch sich mitdreht. So, das war jetzt nicht beabsichtigt so. Aber ich lasse es jetzt erstmal so, ich schmeiße es dann nachher raus. Ja. So, was können wir noch machen? Was stört mich noch? Ah ja, die Sättigung ist vielleicht ein bisschen zu krass. Ja. Da würde ich jetzt mal noch dran rumdrehen. Und dann gucken wir mal, wie das mit Musik aussieht. Also die Sättigung ist in unserem Fall statisch relativ hochgesetzt, ja. Und ich mache jetzt mal einfach n mal 255. Gucken wir mal, wie das aussieht. Das macht es schon mal, ja, ist schon interessanter, definitiv. So. Und ja. Ich kann zum Beispiel auch mal die Ästhetik ändern, also indem ich zum Beispiel sage, anstatt dass du Kreise zeichnest, zeichnest du mal bitte Rechtecken. Ne? Dann ist das Ganze so. Ne? Dann machen wir mal zum Spaß das Ganze, dass die Rechtecken richtig groß werden. Gucken wir mal, wie das aussieht. Auch nicht schlecht. Hat ein bisschen was Pixeliges. Aber was halt geil ist, ist halt an der Stelle, dass sich die Pixel drehen. Ne? Also so, die sind jetzt schief. So, was irgendwie ganz cool ist. So,
Dann kann man zum Beispiel auch sowas machen, dass ich bei den, dass diese Rechtecke, dass die nicht gleich groß sind, sondern dass die vielleicht breiter sind als hoch. Dann kann ich zum Beispiel sagen, mach die mal breit anstatt hoch. Und dann haben wir hier so, ja, das war ein bisschen zu krass. Machen wir mal 4 vielleicht. Dann haben wir hier so Balken, die so rumzappeln. Die Ästhetik geht dann ein bisschen verloren, ja. Also da, ne, wenn ihr da, also da muss man ein bisschen aufpassen, sag ich mal, ne? Das ist sonst immer ein bisschen für die Katze, wenn man hier so dann seine eigene Ästhetik zerbricht, wenn man an den falschen Stellen dreht. Genau. So, was haben wir noch? Was könnte mir noch einfallen? Genau, die Helligkeit ist mir zum Beispiel an manchen Stellen zu dunkel. Also, dass das hier so richtig schwarz wird, finde ich blöd. Da würde ich jetzt einfach sagen, die Helligkeit soll bitte ein Wert sein zwischen 0 und 100. Und es ist eine Standardhelligkeit von 150 am Start. Dann haben wir hier so ein. Dann ist das schon mal ganz, ganz interessant. Sagen wir mal, 150 soll es variieren und 100 soll es Standard sein. Dann haben wir eine schöne Farbtiefe. Ja, geht so. 50, 200. Macht Sinn. Ja, und ich gehe wieder zurück auf Ellipse, das sah irgendwie cooler aus. Jupp. Cool. So, wir haben Rotation. Wir haben. Genau, ich hau mal Sound rein und gucken, was passiert, wie das dann aussieht, ob das sich auswirkt. Zeichnen zum Beispiel und das großziehen. Da gibt es noch tausend andere Tricks. Ja? Aber nur um quasi einen
einen Eindruck zu geben, was kann ich eigentlich machen mit so einem statischen Painting-System. Den Code mache ich euch fertig. Haut rein. Bis bald.